In diesem Video möchte ich euch ein ganz besonderes Bestreben vorstellen, welches ihr zu einer hohen Wahrscheinlichkeit noch gar nicht kennt. Außerdem muss ich allgemein ein wenig Dampf über die Bestreben ablassen. Mehr dazu in diesem Video. Bevor man mit einem frisch erstellten Sims 4 Haushalt in das Gameplay starten kann, muss man natürlich zuallererst seinen kleinen Haushalt im Erstelle einen Sim-Modus zusammenbasteln. Dazu gehören ebenfalls die Bestreben, mit denen man bei seinen Sims die grobe Richtung definiert, in die die Persönlichkeit des Sims gehen soll. Wo zum Release vom Basisspiel nur ein paar wenige Optionen zur Auswahl standen, haben wir mit den vielen Erweiterungen und anderen Packs eine beachtliche Anzahl hinzubekommen. Es gibt allerdings ein Bestreben, welches mit einem der Updates integriert wurde und gar nicht in dieser Liste auftaucht, welches, wenn man weiß, wie es funktioniert, recht einfach freigeschaltet werden kann. Falls ihr es noch nicht wusstet, mit dem Geburtstagsupdate aus dem Februar 2016 wurde unter anderem das Grillkäsebestreben mit ins Spiel integriert. Dieses ist ebenfalls mit kleinen Gameplay-Besonderheiten verknüpft, die wir gleich auch noch besprechen. Wenn ihr nicht genug von der von Milchsäurebakterien erzeugten gelben Masse bekommen könnt, solltet ihr die folgenden Schritte einmal selber im Spiel ausprobieren. Bereitet einfach am Herd eine Partyportion Grillkäse-Sandwiches zu und lasst eure Sims nach Fertigstellung richtig reinhauen. Genau 3 einzelne Teller Grillkäse-Sandwiches müssen direkt nacheinander verputzt werden, damit ihr den Pop-Up-Hinweis im Spiel erhaltet. Damit habt ihr es geschafft und findet innerhalb der Essenskategorie das neue Grillkäse-Bestreben. Dieses besteht aus genau 3 Meilensteinen: Gouda, Grünschnabel, Käsekenner und Fondue-Fanatiker. Neben den einfachen Aufgaben wie verschiedene Portionsgrößen zubereiten oder Grillkäse in ausgezeichneter Qualität zu essen, müsst ihr zum Abschluss ebenfalls im Weltraum ein Grillkäse-Sandwich genießen und mit dem Sensenmann einen Plausch über die Sandwiches abhalten. Wenn ihr alle Aufgaben erfolgreich gemeistert habt, könnt ihr mit Hilfe des Belohnungsmerkmals Schmelzprofi überall Grillkäse heraufbeschwören und sogar Gemälde von eurem neuen Lieblingssnack anfertigen oder mit anderen Sims über die Sandwiches plaudern. So verrückt es klingt, aber dieses Bestreben gab es ebenfalls schon mal in The Sims 2, welches ebenfalls mit viel eigenem Gameplay verbunden war. Ob eine Heißhungerattacke eines Entwicklers oder sogar ein tieferer Sinn hinter dem Bestreben steckt, lässt sich derzeit nicht wirklich sagen. Ich finde dieses tatsächlich extrem kurios und lustig, auch weil es so gut zum restlichen Humor des Spiels passt. Apropos Bestreben, ein Punkt, der mir in The Sims 4 leider nicht so recht gefällt, sind leider eben diese. Im Vergleich zu The Sims 3 sind die Bestreben für meinen Geschmack nämlich viel zu leicht. In den Vorgängerteilen war es immer so, dass man für sein Ziel eine ganze Weile ackern musste, bis man das Bestreben vollendet hat. Diese haben sich ein wenig wie ein Lebensziel der Sims angefühlt. Bei The Sims 4 hingegen ist der Umfang der Bestreben ein wenig unausgeglichener. Manche brauchen ebenfalls ein wenig länger, um sie zu erfüllen. Bis man ein Haus im Wert von 350.000 Simoleons angespart hat, vergeht einiges an Zeit. Andere hingegen, besonders die der neuen Erweiterung, fühlen sich einfach oft wie eine Liste an abzuarbeitenden Dingen an, die die Sims hier vollenden müssen. Oft entsprechen die Aufgaben auch genau dem, was man sowieso mit der Erweiterung erkunden möchte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Entwickler die Bestreben als kleinen Tutorial-Ersatz nutzen, was ein wenig die Schwierigkeit und Herausforderung nimmt. Hoffen wir einfach mal, dass die Entwickler für einen zukünftigen Teil das Bestrebensystem nochmal grundlegend überarbeiten und eventuell wieder ein wenig schwerer machen. Auf Instant Gaming findet ihr übrigens viele Sims 4 Erweiterungen extrem günstig für teilweise 70% weniger. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Hier spreche ich ebenfalls mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de in der neuesten Folge Sim gehört über die News zu kommenden Packs. Kanntet ihr dieses besondere Bestreben schon und stimmt ihr mir bei meinem Punkt mit der Schwierigkeit im Spiel zu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.